Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Und jetzt alle! Genau, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf euch. Herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchen-Gemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schuckert, ich bin Pastor in unserer Gemeinde. Dies ist Lebenszeichen BIY, Believe It Yourself, klug ist, wer selber glaubt. Unser biblisches Wort für den Tag lautet: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Lukas 6, Vers 23. Also Jesus war ja schon immer für eine Pointe gut. Ich habe verstanden. Wenn ich als Christ so lebe, dass man mich fragt, warum ich so lebe, ist es okay. Auch gerne gegen Widerstand. Auch gerne gegen ungläubiges Kopfschütteln, Ablehnung, Zielscheibe für Spott und Hohn. Alles okay. Das kann ich mir vorstellen. Aber das noch als Grund für überschäumende Freude zu nehmen und zu tanzen, also bitte, das muss doch wirklich nicht sein. Ich bin nämlich eigentlich eher der Typ, der sich dann beleidigt und eingeschnappt in die Schmollecke zurückzieht, missmutig, zynisch und sarkastisch den Rest der Welt kommentiert und die ignorante, indifferenten Menschen und Figuren einfach gerne mal links liegen lässt. Das ist nicht auch noch Grund für überschäumende Freude. Wenn ich mich schon als Christ lächerlich gemacht habe, muss ich das nicht auch noch durch Tanzen toppen. Natürlich geht das auch anders. Wir haben über viele Jahre hinweg mit unserer Gemeinde in einer Zusammenarbeit mit einer Tanzschule hier vor Ort eine Veranstaltung gehabt, die hieß Pray and Party. Gottesdienstliches Fest und hinterher fröhliches Feiern. Das war eine tolle Geschichte. Und ich bin dann mit dem Tanzschulinhaber ins Gespräch gekommen, der mit seiner Frau übrigens auch auf dem internationalen Parkett erfolgreich unterwegs war, und habe ihn gefragt: Sag mal, lieber Bernd, wie kommt es eigentlich, dass ihr immer so fröhlich ausseht und so lebensbejahend und so munter, wenn ihr da zusammen tanzt? Und da hat er mir das Geheimnis verraten. Ihr müsst euch auf die konzentrieren, die in der Jury oder im Publikum euch zulächeln, die euch fröhlich und ermunternd anschauen. Das baut auf. Den Blick zu richten auf die Skeptiker und auf die Kritischen, auf die Zweifelnden, das zieht runter. Du weißt doch gar nicht, ob der nicht gerade Blähungen hat, Kopfschmerzen, oder ob ihm gerade die Steuerrückzahlung nicht so hoch ausgefallen ist, wie er das eigentlich gedacht hatte. Martin Luther hat diese zynischen, in sich verkrampften und verkrümmten Menschen übrigens bezeichnet als Homo se incurvatus, die in sich verkrümmten Menschen, und hat gesagt, das ist Sünde pur, so zu leben und so zu sein. Das ist lebensverneinend und das ist eben tatsächlich ein sündiges Leben. Ich bin da nämlich nicht besser als die verkrampften und die verspannten Typen und übellaunigen Miesmacher. Also ist der Rat von Jesus gar nicht so verkehrt. Anstatt mich jetzt von denen auch in diese Schmollecke drängen zu lassen, lieber bewegend und bewegt aufatmen und anfangen zu tanzen. Das befreit und das lässt den Körper atmen. Nicht Rückzug in die eigene, übelnehmende, schlechte Laune suchen, sondern vielmehr befreit lachen und sich über etwas freuen. Worüber? Dass wir die Gleichgültigkeit aufgebrochen haben. Es kommt mal eine Reaktion. Es ist endlich mal etwas zu spüren von dem, was wir leben, und von dem, was als Leben auf dieses Leben hin zurückkommt. Darüber freut sich auch Gott. Und dann kannst du zu der Musik tanzen, die im Himmel erklingt, zu der Party über den verlorenen, wiedergefundenen Menschen. Denn all die, die hassen und ausstoßen und verwerfen und schmähen, das sind die, die Gott traurig machen und die er wiederfinden soll und möchte für ein fröhliches, gelingendes Leben, und die von Jesus wiedergefunden werden sollen. Also, und wir wissen ja auch, es hasst, schmäht, verwirft und stößt sich übrigens in der Masse viel besser als alleine. Ne? Wenn man zusammen schlechte Laune hat, dann kann das schon mal auch entsprechend ausgerichtet eine gute gemeinsame Veranstaltung sein. Außer du sitzt als Wutbürger 87 vor deiner Tastatur. Aber auch dann hast du es natürlich in deiner Community viel einfacher, als sich da mal aus der Blase rauszubewegen.
Es ist dann aber auch der eine oft Mutige, der sich als, wir kennen das noch von damals, ne, hier unsere ganzen Klassenfeten, die wir so hatten, der Erste, der sich auf die Tanzfläche traut oder die Erste und die dann die Verhältnisse zum Tanzen bringt und irgendwann kocht der ganze Saal. Oder es ist der oder die Erste, die sich der Lächerlichkeit preisgibt und die Peinlichkeitsgrenze tapfer übersteigt, damit etwas Neues entstehen kann. Beispiele für solche Leute gibt es genug in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik. Da sind wir Christen in bester Gesellschaft, wenn wir für unseren Glauben eintreten und einfach mal so leben, dass man uns so fragt, warum wir eigentlich so leben. Wäre es nicht schön, wenn die Christen und die Kirche mal wieder mit was anderem in der Presse wären, als mit Missbrauchsskandalen? Zum Beispiel mit der Nachricht, die letzte Woche durch die Presse ging, dass tatsächlich im Corona-Jahr die Austrittszahlen in der evangelischen Kirche um 30% zurückgegangen sind. Es scheint Leute zu geben, die einen guten Grund haben, in der Kirche zu bleiben, wenn es anstrengend wird. Gerne käme ich selbst einmal in die Presse, so wie es dann auch Hans-Dieter Hüsch beschrieben hat, wie er gerne gesehen werden möchte, in einem Gebet. Da schreibt Hans-Dieter Hüsch nämlich: Herr, mein Gebieter, sieh mich doch einmal an. Ich laufe als Narr herum. Oft bin ich in der Zeit ein Tölpel und ohne dich ein hilfloses Bündel. Doch heut bin ich mit roter Nase, roten Haaren und Glocken, Trommeln, Pfeifen und Geschell dein ewiger Phantast. Voll Lustigkeit und Glücksgefühl, dein Aschenkreuzritter, dein Pusteblumenfreund. Heute komme ich, morgen gehe ich zu dir, o Herr. Ich, Komiker, von deiner Gnade bin voller Fehler. Du kennst sie alle. Sei mir gnädig. Was für ein schönes Gebet. Jetzt nochmal zurückspulen und das Ganze von vorne hören. Aufgabe des Tages. Hol dir eine gute Musik, so laut wie es eben geht, auf die Ohren und tanz eine Runde durch deine Wohnung. Auch wenn sich die Nachbarn beschweren, einfach einladen zum Mittanzen. Davon macht ihr gerne ein Foto oder ein Video oder schreibt uns in die Kommentare oder macht eine Insta-Story oder was immer ihr wollt. Ich freue mich auf euch. Morgen sehen wir uns wieder. Lebenszeichen DIY. Mein Name ist Dirk Schunklatt, Pastor in der Martin-Luther-Kirche Gemeinde in Witten. Passt auf euch auf. Gott tut es auch. Tschüss. And I said, oh my.